Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge und zum siebten Rennen des Drittliga-Weltcups der rebellischen Rabauken. Herzlich willkommen zurück. Wir sind hier bei der Morontou Denivelé Challenge, I guess. Top-Favorit weißenbergiges Rennen ist natürlich wieder Lorenzo Fortunato. Außerdem haben wir dabei Giovanni Visconti, der will zurück ins Trikot des Weltcup-Führenden. Dann Giovanni Carboni, Alejandro Marque ist mit dabei, 39 Jahre alt von Atom General. Zana ist ein Favorit, Adria, auch der war schon im Weltcup-führenden Trikot. Zeudel, Del Pino, der möchte natürlich Punkte holen für sein Team Lulitano im Abstiegskampf. Dann Hansen für Rival und Dina für Eolo. Starten wir rein ins Rennen. Ein sehr, sehr bergiges Rennen wartet auf uns. Und das ist ein Rennen, das letzte Saison von Frederico Figueiredo gewonnen werden konnte. Der Portugiese hat sich damals durchgesetzt vor Diego Camargo und Artem Ovechkin. Ovechkin haben wir ja gestern schon, oder bei der letzten Folge vielmehr, im Einsatz gesehen. Da war der stark unterwegs. Und Camargo werden wir nicht sehen, das steht schon fest, denn der Kolumbianer ist ja im Diensten von Colombia Tierra de Atletas gewesen. Die Mannschaft ist ja kein Profiteam mehr. Er hat die Mannschaft aber auch verlassen und ist zu Education First gewechselt. Also ein Wechsel zu einem deutlich stärkeren Team in die World Tour. Dort werden wir ihn wahrscheinlich auch nicht sehen. Das gleiche ist ja auch mit David Decker, der zu Jumbo Visma gewechselt ist. Die werden wir wahrscheinlich alle nicht sehen können, weil sie zwar jetzt bei einem World Tour Team fahren, aber dort natürlich nicht unter den besten sieben Fahrern sind. Da gibt es natürlich ganz andere Kaliber. Gleiches gilt auch für Mark Christian. Der ein oder andere wird sich erinnern. Der ist letzte Saison für das Team Canyon gefahren, hat dort auch gute Leistungen gezeigt im Drittliga-Weltcup. Wird diese Saison aber nicht zu sehen sein, denn er fährt für Eolo Cometa und da reicht es leider nicht, um dabei zu sein. Hier haben wir Emil Vermeulen, den Weltcup-Führenden aus Belgien. Er ist wieder im Trikot. Nach dem ersten Rennen konnte er das Trikot ja schon mal tragen. Jetzt hat er es wieder an und es gibt die ersten Attacken. Levaux ist mit dabei. Michael Aschenbrenner von P&S. Dann haben wir Flynn und Tenfield. Und Rasmus Christian Quade macht jetzt hier die nächste Attackencharge. Und wir sehen auch, dass Rory Townsend mit dabei ist. Der vierte im Weltcup. Also der für die Canyon-Mannschaft hier, der Ihre, versucht auch noch vorne mit reinzukommen. Einige Attacken hier. Mal schauen, wie das Rennen heute ausgehen wird. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, dass auch die Mannschaft Bike Aid mal wieder Punkte geholt hat. Das freut mich persönlich natürlich sehr, denn wir, oder ich zumindest, drücke ihnen natürlich die Daumen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich drücke denen schon die Daumen, dass sie es auch weiterhin schaffen, im Drittliga-Weltcup dabei zu sein. Ist ja eine durchaus sympathische Mannschaft aus Deutschland. Und überhaupt, ich meine, so viele deutsche Mannschaften gibt es nicht mehr. Das ist nicht mehr wie früher, dass wir in der World Tour zwei, drei Mannschaften haben. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, ne? Wir hatten in der Hochzeit drei Mannschaften aus Deutschland in der ersten Liga. Nämlich T-Mobile, Milram und Gerolsteiner. Das ist absolut Wahnsinn. Und dann hatten wir natürlich noch Zweitliga-Teams, wie das damalige Team NSP, glaube ich, Ghost hieß das mal. Das ist die Mannschaft, die dann später zu NetApp wurde und dann eben zu Bora Hansgrohe. Oder auch Teams wie Wiesenhof, auch das war ja mal eine Zweitligamannschaft, die immer mal wieder Talente rausgebracht hat, wie unter anderem André Greipel, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch ein Gerard Ciolek hat da sein richtiges Coming-out gefeiert, als er da bei der Deutschlandtour richtig, richtig stark war. Also, das waren andere Zeiten, muss man sagen. Mittlerweile muss man sich begnügen mit 1,5 World Tour Teams. Bora Hansgrohe ist natürlich ein World Tour Team, aber auch mehr oder weniger die Mannschaft DSM. Heißt zwar, dass die aus Deutschland kommt, auch wenn sie sich nach wie vor mehr wie ein niederländisches Team anfühlt. Und dazu passt natürlich auch, dass die Mannschaft, glaube ich, ihren Sitz in den Niederlanden hat. Und generell irgendwie, ja, im besten Fall 50-50 auf niederländische und deutsche Fahrer baut. Aber so richtig nach dem deutschen Team fühlt sich das Ding nicht an.
117 Kilometer vor dem Ziel. Wir haben eine 11-Mann-Spitzengruppe, die sich also abgesetzt hat vom Feld. Mit dabei von der Mannschaft Rival Reinders aus den Niederlanden. Tenfield vom Team Canyon. Die wollen natürlich ihren dritten Platz zementieren. Also die haben noch nicht aufgesteckt. Die wollen aufsteigen in die zweite Liga. Dann haben wir mit dabei Aschenbrenner von P&S. Das haben wir schon gesagt. Zentrone ist mit dabei aus Luxemburg, Levon, Enrique Sanz, Rory Townsend, Benamuda von Novo Nordisk und Maldonado vom Team Saint-Michel Aubert. 93. Flynn und Reinders fallen zurück und natürlich Rasmus Christian Quade in seiner letzten Saison als Profi wird ja oder hat Ende 2021 seine Karriere für beendet erklärt. Levon fällt zurück, auch Tenfield fällt zurück, auch Aschenbrenner hat jetzt Probleme und auch Maldonado hat Probleme. Damit noch 5 Fahrer an der Spitze bei diesem ersten Anstieg. Aber ich gehe mal davon aus, dass nochmal alles zusammenrollen wird. Zumindest wäre das eine gute Idee. Andernfalls hat man es, glaube ich, hier sehr, sehr schwer, 110 Kilometer bis ins Ziel zu fahren, wenn man nur zu 5 unterwegs ist. Hier hinten haben wir das Feld, das ist noch deutlich weiter zurück. Mit Schormeier an der Spitze. Enrique Sanz führt das Rennen an, also die ersten 3 Fahrer sind bereits zurückgekommen. Damit wieder 8 an der Spitze. Wir simulieren das Ganze mal ein bisschen vor. Hier haben wir eine Überfahrt über den Mont Ventoux und ich glaube hier noch eine zweite, ne? Ja. Also 2-mal Mont Ventoux in diesem Rennen, das ist auch nicht schlecht. Und wir können mal schauen, wie sich das Ganze dann zeigen wird. Jetzt sind es 9 Fahrer an der Spitzengruppe. 2 versuchen noch reinzukommen, sind da auch nah dran. Schauen wir mal, ob sie es schaffen. Hier Reinders und Flynn. Flynn von der SEG Racing Academy und Reinders von Rival. Die ja auch aus der zweiten Liga abgestiegen sind in die dritte. Und ja, bei denen ist eigentlich klar, im Gegensatz zu Bardiani, dass sie es nicht schaffen werden aufzusteigen. Aber immerhin im Vergleich zum anderen Absteiger Novo Nordisk werden sie auch nicht abstiegsbedroht sein. Na gut. Trotzdem wollen sie natürlich jeden Punkt mitnehmen. Aktuell sind sie 8. in der Rangliste. Und wie gesagt, sie wollen jeden Punkt mitnehmen, wollen natürlich zeigen, dass sie durchaus stärker sind, als es momentan den Anschein hat. Und ich denke mal, das langfristige Ziel für die dänische Mannschaft wird schon sein, wieder den Weg in die zweite Liga. Ja. Zu finden. So, vorne also diese Gruppe. 9 Fahrer sind es, wobei jetzt sind es nur noch 8, denn Levaux fällt zurück. Der Franzose von der Mannschaft Saint-Michel Aubert. Und der Vorsprung der Ausreißer ist jetzt auch wirklich gering, muss man sagen. Jetzt Tenfield mit Problemen. Aschenbrenner haben wir noch dran an der Spitze. Aber das sieht nicht mehr gut aus. Die haben nicht mehr viel Vorsprung. Noch 40 Sekunden circa auf das Feld. Also die Ausreißer werden wahrscheinlich gleich eingeholt. Das war ein kurzer Fluchtversuch. Und Michael Aschenbrenner auch also abgehängt und wahrscheinlich gleich eingeholt vom Hauptfeld. Von der Mannschaft P&S Metalltechnik. Da geht nichts mehr. Der scheint jetzt Platz zu sein. So, die Kamera zeigt uns hier die Gruppe nochmal in der Totalen. Aber wie gesagt, gleich wird das Feld kommen. Man hört sie schon heranradeln. Noch wird sich hier gewehrt. Aber das ist natürlich ein aussichtsloser Kampf, den sie hier führen. Gegen die Übermacht im Hauptfeld. Benamuda fällt zurück von Novo Nordisk. Damit noch 3 an der Spitze. Unter anderem Rory Townsend mit der Startnummer 117. Gentrone ist mit dabei. Und Rasmus Christian Quade, der ein starkes Rennen fährt. Einzig und allein, es wird ihm wohl nichts bringen. Hinten gab es eine Attacke. Enrico Battalin greift an. Luca Wackermann geht mit. Und auch José Tito Hernández. Sowie Oscar Sevilla. Also Medellin geht in die Offensive hier. Duarte dahinter. Das ist eine spannende Geschichte. Oscar Sevilla und José Tito Hernández sind jetzt vorne. Und jetzt hat die Ausreißergruppe wieder eine Chance. Denn das sind jetzt natürlich Fahrer, die richtig was drauf haben.
Dementsprechend da durchaus eine Möglichkeit vorhanden, dass diese Gruppe doch durchkommt. Kommt Sevilla noch ran? Hier ist Duarte und da ist Oscar Sevilla, der Weltcup-Sieger von 2020, aber der tut sich schwer. 2 Minuten 20 hat die Gruppe Vorsprung. Das war dann doch erstaunlich, dass sie so schnell an Vorsprung gewonnen haben. Aber wahrscheinlich hat da hinten auch die treibende Kraft im Feld jetzt so ein bisschen die Beine hochgenommen. Rory Townsend jetzt mit Problemen, Sevilla mit Problemen. Und damit sind es aktuell nur noch 5, aber sie haben den Gipfel bald erreicht. Oh, aber auch hier Enrico Batalin, der hat diese Attacke initiiert. Scheint jetzt aber richtig Probleme zu haben, an der Gruppe dran zu bleiben. Und überraschenderweise, muss man wirklich sagen, Hut ab vor Rasmus Christian Quade, dem großgewachsenen Zeitfahrspezialisten aus Dänemark, der hier immer noch dran ist an der Gruppe und fightet. Aber ich glaube jetzt, ja, jetzt platzt er ab. Also, das war's mit Quade. Schade, schade. Er hat alles gegeben, das muss man sagen. Hernandez, Wackermann und Duarte vorne. Wackermann, muss man sagen, fährt mega stark, ist ja eigentlich ein Sprinter, aber ist halt auch sehr, sehr bergfest, muss man sagen. Insofern, überragende Leistung hier von Luca Wackermann. So, und dann schauen wir doch mal nach hinten. Das ist das Hauptfeld, angeführt von der Felbermayr-Simplon-Wels-Mannschaft. Mit und um Stefan Rabic und Ricardo Zeudel. Und das ist das Ende des Feldes. Und hier sehen wir genau richtig zurückgeschaltet Emil Vermeulen, der Weltcup-Führende noch, fällt zurück. Also der hat hier keine Chance mehr dran zu bleiben. Und auch Fabio Duarte fällt zurück, obwohl der eigentlich ein Bergspezialist ist. Also das ist schon heftig hier. So, und jetzt sind sie gleich oben. Also der Berg ist doch länger, als man manchmal denkt. Jetzt sind sie oben. Das ist Duarte vorne, nicht Fabio Duarte, sondern der Anne und Wackermann. Das sind die beiden Spitzenreiter. Das heißt, Hernandez haben sie jetzt so ein bisschen abgehängt. Aber ich glaube, der kann da nochmal ranfahren. Der war ja nicht weit weg. Ja, hier haben wir ihn dann dahinter. Das ist die Gruppe mit Quade, Batalin und Sevilla. Und ich glaube, die werden nicht weit kommen, denn das Feld ist bereits hinter ihnen her. Holler ist noch mit dabei, also es sind noch einige mit dabei hier aus dem Hauptfeld. Muss man ja mal wirklich sagen. Sturz von Meyers hier in der Abfahrt. Da haben wir Fabio Duarte und hier ist der Weltcup-Führende. Hier ist Emil Vermeulen. Aber der wird hier naturgemäß mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun haben. Denn es ist eine Bergankunft auf dem Mont Ventoux und das kann der Junge nicht. Kipkenboy auch abgehängt. Das ist hart. Eine der Hoffnungen für die Mannschaft Bike Aid. Blöd, dass der jetzt zurückgefallen ist. Da haben wir Townsend gesehen. Der wird natürlich jetzt auch seinem Ausreißversuch so ein bisschen Tribut zollen müssen. Und wir sehen noch einige bekannte Namen da vorne drin. In der Gruppe David de la Fuente unter anderem auch mit dabei. Und hier die Gruppe mit Oscar Sevilla und Enrico Batalin. Die werden gleich eingeholt. Davon können wir ziemlich sicher ausgehen. Und das sind die drei Spitzenreiter. Und die haben eine interessante Situation. Marque, Wackermann und Hernandez. Duarte. Wackermann und Hernandez. Die haben eine interessante Situation. 40 Kilometer vor dem Ziel. Immer noch mehr als ja, knapp 2,5 Minuten Vorsprung sind es. Das ist schon nicht schlecht. Vielleicht geht da was. Vielleicht geht da was für einen dieser drei. Das wäre natürlich eine herausragende Geschichte. Und sie gehen halt mit Vorsprung in den letzten Anstieg. Also, nichts ist unmöglich. So, die Dreiergruppe mit Oscar Sevilla wird jetzt auch gleich eingeholt. Damit sind es dann nur noch die drei hier vorne, die also die Ausreißergruppe darstellen. Und es ist immer noch die Mannschaft Felbermayr. Zeudel und Rabic scheinen sich da also einiges vorgenommen zu haben. Und auch Luletano macht jetzt Tempo. Die fahren in den schwarzen Trikots. Das sind die Teamkollegen von Jesus Del Pino. Der hat offenbar auch etwas vor für diesen Schlussanstieg. Interessant heute, dass zum Beispiel Iolo Cometa überhaupt kein Tempo macht. Aber auch verständlich, denn sie haben ja Luca Wackermann vorne. Da würde ich auch kein Tempo machen. So, und Bardiani reiht sich jetzt ein mit den violetten Trikots, mit den pinken Trikots. Die reihen sich jetzt ein, um Tempo zu machen. Und das, obwohl
mit Enrico Battalin ja jemand der eigenen Fahrer vorne dabei ist. Also das ist heftig. Offenbar rechnet man nicht mehr damit, dass Battalin hier eine Chance hat zu siegen. So, und jetzt werden die ersten eingeholt. Das ist Oscar Sevilla. Oh ja. Der ist einfach nicht mehr in der, der ist einfach nicht mehr in der Form des Vorjahres. Quade und Battalin werden jetzt als nächstes eingeholt. Das ist schon heftig hier, wenn deine eigenen Teamkollegen versuchen, dich zu stellen. Weiß ich nicht. Schwieriges Unterfangen. 49 Sekunden ist der Vorsprung nur noch groß. Und hier haben wir Oscar Sevilla. Der wird also direkt durchgereicht. Wieder keine Punkte für den Weltcup-Sieger von 2020. Zumindest Drittliga-Weltcup-Sieger, ne? Von 2020. Ah, es muss bitter sein für ihn, dass er da so durchgereicht wird von Rennen zu Rennen. Und das bei etwas wie heute, wo er ja in der Vorsaison durchaus zu den Favoriten gezählt hätte. Muss eine bittere Situation sein für den Spanier. Das die drei Ausreißer. 13,6 Kilometer geht es jetzt bergauf zum Mont Ventoux. Hinten macht Carboni Tempo. Und die Mannschaft Kern Pharma jetzt auch ganz vorne mit dabei. Und vorne haben wir eine Attacke von Duarte. Der ist also weggefahren. Duarte von der Mannschaft Atom General hat seine Ausreißkollegen hinter sich gelassen. Und hier hinten das Feld. Also es ist nicht mehr viel Vorsprung, den die Ausreißer da haben. Aber mal schauen. Duarte scheint ja stark drauf zu sein. So, und jetzt schauen wir mal, wer hier alles zurückfällt. Also Oscar Sevilla haben wir schon gesehen. Thiago Machado ist zurückgefallen. Battalin, De La Fuente, Fiorelli ebenfalls zurückgefallen. Dann Stefan Rabic, auch der, der Mekan Tour de Alps Sieger vom Vorjahr. Gallego, Ayob, dann Vetter, Railneanu und vorne gibt es jetzt die Attacken von Roger Adria und Luis Fernandes am Hinterrad, der Mann von Radio Popular. Sie fahren jetzt zu Hernandez auf und sie ist damit gleich an der Spitze angekommen. Cesar Veloso macht jetzt Tempo für das Team Atom General. Rivera fällt zurück, Antomaki fällt zurück und jetzt auch Maxep Debesay. Die große Hoffnung für Bike Aid, das sieht nicht gut aus. So früh sollte er nicht zurückfahren. Luis Fernandes und dann Duarte mit Rad. Adria kann erstmal dem Tempo nicht mehr folgen und jetzt kommt das Hauptfeld. Angeführt von Cesar Veloso. Das Hauptfeld ist auch ein großes Wort für so eine kleine Gruppe. Wir schauen mal gerade. Ja, der Bessay haben wir schon drüber gesprochen. Aber auch die anderen hier. Zeudel fällt zurück. Galvan fällt zurück. Chalapu, Celano. Also da fallen jetzt wirklich einige zurück. Und jetzt Fortunato gerade mit der Attacke. Und Duarte ist immer noch vorne. 7,9 Kilometer vom Ziel. Aber jetzt scheint ihm so langsam der Sprit auszugehen. Jetzt Alejandro Marque mit einer Attacke. Visconti ist dabei, Fortunato, Del Pino, Fernandes und dann noch Wackermann. Das sind jetzt also die Fahrer an der Spitze. Und ganz vorne noch Duarte aus der Mannschaft Atom General. Und die sehen jetzt hier hinten alle nicht mehr fit aus bei diesem brutalen Anstieg. Also es könnte sogar sein, dass hier... Oh, Del Pino greift an! Jesus Del Pino! Von Luletano mit einer kleinen Attacke. Aber der fährt auch hier am Anschlag. Ganz, ganz kleine, kurze Attacke. Und Alejandro Marque. Der scheint ready to go zu sein. Der ist hier auf jeden Fall hot. Und wir müssen natürlich gucken auf Lorenzo Fortunato. Der hier der vom Papier stärkste Bergfahrer ist. Was kann Fernandes dazu setzen? Was Giovanni Visconti? Der ist ja ganz nah dran am Weltcup. Führer-Trikot, nur 6 Punkte Rückstand. Und jetzt greift Alejandro Alejandro Marque an, zumindest kurz. Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine schlaue Attacke war. Ich glaube, dass er sich da jetzt verpulverisiert hat. Ich meine, es geht ja auch noch um seinen Teamkollegen Duarte, der vorne ist. Und hier hinten kommt Aguirre nochmal ran. Also das zeigt auch, wie langsam diese Gruppe mit Visconti, mit Fortunato jetzt dann doch ist. Da kommt Aguirre ran. Jetzt gibt es nochmal die Attacke. Alejandro Marque mit dem Angriff. Del Pino versucht zu kontern, kann aber nicht mitfahren. Und damit kann der Spanier sich jetzt einen kleinen Vorsprung rausfahren. Alejandro Marque von Atom General auf der Verfolgung seines Teamkollegen. Jesus Del Pino versucht die Lücke klein zu halten.
Und hier hinten die Gruppe, das war wohl nur ein kleines Aufbäumen. Und ich bin gespannt. Marke und De Pino fetzen sich hier. Und am Ende ist der lachende Dritte vielleicht Fortunato. Das könnte ich mir so gut vorstellen. Der übernimmt jetzt die Tempoarbeit. Jesus Del Pino sieht alles andere als fit aus. Genauso wie Fernandes und Visconti. Von denen kommen auch keine Attacken mehr. Also die scheint platt zu sein. Hier vorne haben wir Duarte, den Führenden im Rennen. 1,5 Kilometer. Das ist die Flamme Rouge. Er könnte tatsächlich diesen riesigen Ausreißversuch durchziehen. Jetzt hat Alejandro Marque Probleme. Auf den letzten Kilometern geht ihm der Sprint aus. Und Lorenzo Fortunato scheint jetzt der Mann mit den meisten Reserven zu sein. Auf den letzten Metern, aber auch er tut sich schwer und damit sieht es richtig, richtig gut aus. Für den Portugiesen Duarte aus der Spitzengruppe hat das geschafft. Ewig lange Ausreißversuche, am Ende war er der Stärkste. Duarte gewinnt für die Mannschaft Atom General die Moventou Challenge und wenn es gut läuft, machen die Portugiesen sogar einen Doppelsieg klar. Und so ist es. Alejandro Marque wird Zweiter, dann Fortunato, dann Aguirre, Del Pino auf 5. Fernandes auf 6, Visconti 7. Cesar Veloso wird 8., Adria 9., dann Wackermann, Statman, Rosetto und Dina kommt jetzt rein auf Rang 13. Hernandez sammelt wichtige Punkte. Celano, Zana, Hansen, Carboni, dann Berarde, der wird 19. und das heißt, als 20. kriegt Ricardo Zeudel den letzten Punkt des Tages. Wichtig, mit Sicherheit auch für ihn und für die Mannschaft. Simplon, Felbermayr Simplon Wels. Ja, Max Debessay haben wir gerade gesehen. Der hat es leider ganz knapp nicht geschafft, hier noch in die Punkte zu fahren. Bitter für ihn, mit Sicherheit. Aber was willst du machen? Keine weiteren Punkte für das Team Bike Aid, aber auch keine Punkte für die Mannschaft Novo Nordisk. Allerdings viele Punkte. Wir sehen es, Jesus Del Pino auf Rang 5 von Luletano. Das gibt natürlich viele Punkte im Abstiegskampf. Und damit müsste die Mannschaft Bike-Aid wieder auf einem Abstiegsplatz stehen. Ja, blöd für die deutsche Mannschaft. Aber sie schaffen es halt auch nicht, bei den Bergen oder bei den Anstiegsrennen Punkte zu sammeln. Weder Maxime Debessay noch Salim Kipkemboy oder sonst wer. Und das ist natürlich dann einfach nicht gut am Ende des Tages. Ja, Glückwunsch an Duarte, das ist ein Vorname, ich jetzt mal lernen muss. Das ist nicht Fabio Duarte, sondern Emmanuel Duarte. Der gewinnt also vor Alejandro Marque und Lorenzo Fortunato. Sehr viele Spanier, viele Italiener und noch zwei Portugiesen. Drei Nationen machen die Top 10 unter sich aus am heutigen Tag. Und auch Luca Wackermann, muss man sagen, mega starkes Rennen. Zehnter wird er am Ende. Das ist schon wirklich beeindruckend. Kann man anders nicht sagen. Jo, und damit hier mal der Blick aufs Resultat. Emmanuel Duarte, 24 Jahre alt, aus der Atom-Generalmannschaft, gewinnt also dieses Rennen vor seinem Teamkollegen. Ja, einige Punkte für das Team Atom-General, denn auch Gustavo Cesar Veloso wird 8. Ja, und natürlich Punkte auch für die Big Teams, ne? Eolo, Kernpharma, Bardiani, auch die holen wieder viele Punkte. Canyon punktet auch, allerdings nicht wirklich entscheidend. Also ich glaube nicht, dass sie damit Platz 3 verteidigen können. Und das hier ist halt ein Big Point. Jesus Del Pino landet auf Rang 5 für Luletano und holt damit viele Punkte. Auch Medellin punktet im Abstiegskampf. Das ist natürlich tödlich für die Mannschaft Bike Aid, deren bester Mann hier leider nur auf Rang 29 landet und damit natürlich die Punkte weit verfehlt hat. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns die Tabelle an. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Also, das ist das Ergebnis nochmal in schriftlicher Form. Emmanuel Duarte gewinnt vor Marque und Fortunato. Ein sehr gutes Ergebnis für die Mannschaft Atom General, die drei Fahrer in die Punkte bringt. Sehr, sehr schön. Und damit schauen wir rein ins Ergebnis, Rennen pro Fahrer, pro Punkte, wie auch immer. Giovanni Visconti ist der neue alte Führende im Weltcup. 40 Punkte hat er heute geholt, löst damit wieder mal Emil Vermeulen ab. Dritter bleibt Filippo Fiorelli, auch wenn er heute punktlos blieb. Auf Rang 4 Lorenzo Fortunato. Fünfter Roger Adria, der heute keine Punkte bekommen hat. Ist das euer Ernst? Der hat doch Punkte bekommen.
Ah ja, hat er auch. Ich habe nur falsch geguckt. Hier ist Roger Adria. Hier ist Rory Townsend. Der hat natürlich keine Punkte bekommen. Townsend liegt auf Rang 6. Wackermann 7., 8. Marke, 9. Belletti und 10. Jan Willem van Schip. Das sehen wir hier auch nochmal. Auf Rang 11 Luis Fernandes, der auch einen echt starken Weltcup fährt, den ich ihm so nicht zugetraut hätte. Muss ich ganz offen und ehrlich kommunizieren. Ganz ehrlich. Und auch klammheimlich Matthew Bostock mit einem starken Weltcup sammelt viele, viele Punkte. Ja, und das ist die Teamwertung. Eolo Cometa, nichts Neues hier, baut den Vorsprung weiter aus. Badiani auf Rang 2 tut das Gleiche. Equipo Kern Pharma jetzt wieder auf Rang 3. Das war auch nicht überraschend. Canyon heute mit einer gewohnt schwachen Leistung, wenn es in Anstiege reingeht. Atom General jetzt auf Rang 5 und das ist auch nicht überraschend, denn die sind ultra stark gefahren. Allerdings fehlt ihnen noch so, ja, na, so 170 Punkte auf Kern Pharma. Also ich glaube, mit dem Aufstieg werden die nichts zu tun haben. Xelis Robil Metropol heute ohne Punkte, damit auf Rang 6. Beat Cycling ebenfalls ohne Punkte, damit 7. Saint-Michel Aubert auf Rang 8. Es folgen Rival, Radio Popular, Sapura Cycling, Felbermayr und Terengganu. Lunetano, jetzt neue 14. Die Portugiesen heute mit dem 5. Platz von Jesus Del Pino. Ja, verschaffen sie sich wirklich Luft. Also vom Abstiegsplatz auf Rang 14, 73 Punkte. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Es sind noch drei Rennen zu fahren. Also, der Klassenerhalt sollte möglich sein für dieses Team. Medellin könnte jetzt so langsam wieder ins Schwitzen kommen. Sie haben heute auch wieder ein paar Punkte geholt durch Hernandez, aber nicht wirklich viel. 49 Punkte für diese Mannschaft. SEG Racing, auch die werden schwitzen, haben 42 Punkte, sind damit jetzt die Mannschaft, die im Risiko lebt. Ja, also, wenn noch jemand in die Abstiegsplätze rutscht, dann wahrscheinlich sie. Ja, und damit kommen wir zu den Abstiegsplätzen. Dort jetzt Bike Aid mit ihren 25 Zählern, Novo Nordisk mit 14 Punkten und P&S Metalltechnik wartet immer noch auf den ersten Punkt. Also ich glaube, was zumindest mal den letzten Platz angeht, können wir sicher sein, dass die absteigen werden. Was mit Novo Nordisk ist, ich sage ganz ehrlich, wenn da nichts komplett Verrücktes passiert, dann glaube ich, ist das Thema auch durch, weil ich sehe nicht, denen fehlen 28 Punkte und ich sehe nicht, wo die die herholen sollen. Ja, und Bike Aid, da habe ich vielleicht noch am meisten Hoffnung. 17 Punkte fehlen denen auf den Klassenerhalt. Aber es wird schwer und sie müssen sich wirklich, wirklich anstrengen, damit sie drin bleiben in dieser dritten Liga. Es bleibt spannend. Als nächstes sehen wir uns wieder zum Memorial Marco Pantani. Ein, ja, Klassikerprofil, Rennen mit Klassikerprofil, das durchaus Anstiege hat, aber eher was für Hügelspezialisten ist. Insofern schauen wir mal, was passiert. Dass es möglich ist, aus Ausreißergruppen zu gewinnen, hat heute Emmanuel Duarte gezeigt. Das war eine sehr, sehr starke Leistung. Übrigens seine ersten Punkte. Selbiges gilt für Jesus Del Pino. Beide heute mit ihren ersten Punkten überhaupt. Also Emmanuel Duarte mal mit einem geilen Einstand, was die Punkte angeht. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was in der nächsten Folge passiert. Ich denke, es steht soweit, zumindest was den Aufstieg angeht, wirklich alles fest, also da müsste Atom General schon wirklich krass performen und eigentlich die Leistung der letzten Tage, also hier gerade vom heutigen Rennen, nochmal wiederholen, um eine realistische Chance zu haben, nochmal um das Rennen im Aufstieg mitzuspielen. Ansonsten Bike Aid, boah, so langsam fehlt mir die Fantasie, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es natürlich auch ein krasser Nackenschlag nach dem Befreiungsschlag von Justin Wolff im letzten Rennen. Man hat die Abstiegsplätze verlassen, dann kommt Lulitano und schickt Del Pino auf Rang 5 und hat damit natürlich jetzt unfassbar Vorsprung. Aber man sieht dadurch ja auch, und das ist vielleicht positiv mitzunehmen für Team Bike Aid, wie schnell es gehen kann. Mal so ein 5. Platz, ein 6. Platz, irgendwie sowas. Und man ist erstmal wieder aus dem Gröbsten raus. Nur ich sehe momentan nicht, woher sie diesen Platz nehmen sollen. Gleiches gilt natürlich auch für P&S Metalltechnik, ne? Also auch wenn die mal jemanden unter die Top 10 bringen würden, naja, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Nur sie müssen es halt schaffen. Und ich sehe gerade bei der Mannschaft nicht, wie sie es schaffen wollen. Wir werden es sehen. Memorial Pa Marco Pantani ist das nächste Rennen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss, sagt euer Frittenfriseur.